Ja, ich darf mich heute nochmal zu Dekor, unser Drei-Monats-Programm, etwas erzählen und ich möchte heute etwas über die Struktur und den Aufbau und ja überhaupt die Idee von der Birgit und von mir dahinter erzählen. Dekor baut auf oder erweitert ein Programm, das wir letztes Jahr schon draußen hatten. Das nannten wir Within, der Weg in deine Mitte. Und wir haben jetzt in den letzten Monaten und auch im Zuge des Summit einfach eine Notwendigkeit erkannt, da jetzt erstens einmal in die Themen tiefer reinzugehen. Wir spüren auch, dass die Zeitqualität jetzt da ist, dass die Themen auch reif sind, von Menschen angeschaut zu werden und bearbeitet zu werden. Wir haben das Wort Dekor benutzt. Das war jetzt gar nicht so leicht für uns, einen Namen zu finden für das Programm. Wir haben Dekor jetzt verwendet, weil uns gerade dieser englische Ausdruck am meisten das ausdrücken hat lassen, was es für uns ist, nämlich dieser starke Kern, die Kernessenz, auch mit dem Herzen in Verbindung. Und der Sprung in deine Mitte, ist ein Satz von der Birgit, wie so viele Sätze von der Birgit sind. Der Sprung, der drückt dieses Kraftvolle aus, das es jetzt braucht, um da wirklich reinzugehen. Ja, also nicht mehr so herumzumeandern, sondern sehr essentiell an die Themen heranzutreten. Wir glauben, dass es wirklich wichtig ist und schneller geht, wenn wir das in einer Gruppe machen. Das ist auch unsere eigene Erfahrung, dass durch das Spiegeln in der Gruppe und durch diesen Frequenzraum, den wir da jetzt schaffen, dass es da eine sehr beschützte, aufgehobene Energie gibt, in der man sich auch ein bisschen besser fallen lassen kann. Und wir haben das so gestaltet, dass es schon eine Struktur gibt, jetzt zeitlich, aber es gibt keine Vorgabe, in welchem Tempo du gehen musst, um sozusagen jetzt auch alles durchzuarbeiten. Dann möchte ich noch was dazu sagen, warum wir das Intensivtraining nennen, weil ich auch ahne, dass viele sich an dem Wort intensiv ein bisschen stoßen, weil intensiv auch oft so mit, ja, nochmal mit viel Krafteinsatz in Verbindung stehen könnte oder gerade jetzt, wo eben außen so viel intensiv ist, man das Gefühl hat, boah, jetzt nicht nochmal was Intensives, mir ist es eh schon genug und bin schon ganz an meinen Grenzen. Das Wort intensiv haben wir deshalb benutzt, weil wir mit diesen vier Modulbereichen, mit diesen Themen, die wir aufgreifen, intensiv am Punkt sein wollen. Also die Intensität bezieht sich jetzt nicht nur auf den Inhalt und auf die Theorie, die dahinter liegt, sondern das Wort intensiv bezieht sich eher darauf, was du rausholen könntest aus diesen 3 Monaten. Und Training deshalb, weil es, ja, das ist für uns jetzt kein, das ist nichts anderes als ein Training. Das Training drückt für uns am stärksten aus, dass es einfach um die Praxis geht. Ja? Um das immer wieder üben, die Aspekte in den Alltag zu integrieren, in Momenten, wo es einen im Alltag ein bisschen aus der Bahn wirft, auf das zurückgreifen zu können, was wir da gemeinsam üben und wir euch weitergeben. Und es geht uns, und da kommt das Wort intensiv auch her, um dieses In, within, es geht um diese kleinen, feinen Schritte. Also da, wo sozusagen bis jetzt vielleicht oft der Sprung drüber war, weil man etwas nicht fühlen will oder weil schon wieder eine Angst hochkommt, die man eh schon kennt. Und trotzdem du vielleicht wirklich schon ganz viel in Persönlichkeitsentwicklung investiert hast und ja, dich selber coachen hast lassen oder auch so, wir wissen es ja auch aus unserem Umfeld, ja, es gibt ganz viele Menschen in unserem Umfeld, die auch selber Therapeuten und Coaches sind, die einfach jetzt auch an ihre Grenzen kommen,
weil es die großen Brocken vor uns liegen. Ja. Und wir haben die vier Module sind, sind thematisch jetzt schon eingeteilt. Also da gibt es ein Modul, mit dem wir starten, das heißt deine Wurzel, dann geht es weiter mit deine innere Stimme und es geht um die Intuition. Wir haben ein Modul zum Thema Geduld und Vertrauen neu. Und einmal hinterfragen wir, ob es der Beobachter, der viel zitierte, ob es der überhaupt bringt. Und ja, im letzten Modul geht es um die Kernessenz. Und wir haben diese vier Module, wir haben die schon sehr chronologisch auf diese 3 Monate aufgeteilt. Also Anfang September gibt es eins freigeschaltet, eines Ende September, eins Mitte Oktober, eins Ende November. Und das bedeutet, dass du in der Zwischenzeit mit einem Workbook, das wir auch zur Verfügung stellen, die Möglichkeit hast, in deinem Tempo diese Aspekte zu integrieren. Und während der ganzen Zeit betreuen wir und begleiten wir euch in 2 Gruppen, und zwar einerseits eine geschlossene Facebook-Gruppe und eine geschlossene WhatsApp-Gruppe, wo nur wir 2 und die 20 Teilnehmerinnen drin sind. Das ist ein sehr diskreter, vertrauensvoller Raum, den wir da geschafft haben. Und da ist Austausch möglich, also einerseits mit uns, aber auch mit den anderen TeilnehmerInnen. Genau, es wird zu jedem Modul von mir auch eine Meditation geben, um auch so auch passiv und über andere Ebenen, dass wir da jetzt ganz neu in dein Leben einbringen, auch zu kultivieren. Da lade ich wirklich ein, diese Meditationen in dem Zeitraum täglich zumindest zu hören, einmal zu hören. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es wird am Anfang und am Ende einen Zoom-Call wahrscheinlich geben, damit wir uns auch mal untereinander alle gesehen haben und kennenlernen können. Und dazwischen ist es uns aber wichtig, dass es so wenig verbindliche Termine wie möglich gibt. Also da setzen wir ganz auf eure Autonomie, die ist auch ein Teil des Prozesses. Ja, das war es jetzt erstmal zum Thema Inhalt und Aufbau. Und wir haben jetzt auch noch ganz viel, wir können es auf unserer Webseite schauen, da steht noch ganz viel zu den Inhalten. Ja, also letztendlich rufen wir dich auf, wenn du das Gefühl hast, dass du für etwas Größeres da bist. Und ja, jetzt weißt, dass es einfach nur mehr ganz wenig braucht, um wieder zurück in deine Kernessenz-Anbindung zu kommen.